Ja. Da öffnet sich diese Brücke. Sehr schön, sehr schön. Kann man ja mal machen, ne? Zur Freude diesen Goblins. Huah! Ja, bevor ich da jetzt hier auf das Zahnrad, was da irgendwie funkelt, springe, ne? Lieber erstmal. Uah! Vorsichtig. Abspeichern. Na komm, du Zwerg. Und da wieder rein. Okay, hier gibt es nur einen Weg. Und den Weg nach unten. Oh, schon wieder ein neues Level. Hey. Sehr nett. Sehr nett. Ach du Scheiße, ich glaube, ich weiß, was das war. Oh ja. Da habe ich noch eine gute Erinnerung dran, weil ich das erst verkackt hatte. Ich hatte das nämlich ganz am Anfang, hatte ich das total verplant gehabt. Ich habe irgendwo gesucht nach einem Ausgang, bis mir das dann hier in der Mitte aufgefallen ist. Weil da oben, das sieht man jetzt auch richtig schlecht. Da oben ist nämlich unter anderem so eine Öffnung. Jetzt bin ich bloß rangescrollt an den Charakter. So, man kann natürlich auch ausscrollen. Ja, das so kämpfen wir ja immer als Third-Person-mäßig. Und wenn wir First-Person hier halt reinscrollen, dann sehen wir ganz genau, wo wir hin können. Aber ich weiß jetzt bloß nicht, ob wir in welche Richtung wir gehen mussten. Ob wir hier nach links oder da nach oben mussten. Weiß das gerade gar nicht. Ach so, nee, der hat hier irgendwie so einen Stopp gemacht gehabt, von wegen, dass es jetzt nicht weitergeht. Ah ja, genau. So, schön. Ich verzichte jetzt einfach mal auf die Eidechse. Wow. Hier geht's nach unten. Und nach oben, aber nach oben können wir nicht gerade so schön weiter. Hätte ja klappen können. Da frisst das, Mann! Ja, sehr schön. Sehr einfach, sehr einfach. Also mit dieser Rune-Power und diesem Hammer ist das überhaupt alles gar kein Problem. Kann man wahrhaft so sagen. Einfach zweimal diesen normalen Angriff dann rausgeknallt. Easy peasy, sage ich dazu. Okay. War ja klar. Oh ja, oh ja. Go Meltas, go Meltas. Ey, neuer Hammer, oder? Krass. Ja, trotzdem. Go Meltas, go Meltas. Das finde ich natürlich auch cool, dass wir jetzt einen neuen Hammer bekommen haben. Ja, tut mir leid, Sigurd. Also das war jetzt mit deiner Axt nicht mehr so viel reißen, aber warum soll man denn jetzt auf so ein schönes Schmuckstückchen von Hammer verzichten? Erst recht, weil das dann die typische rohe Gewalt ist, die man immer mit Nordmännern in Verbindung bringt, mit Wikingern. Dass die ja keine Gefühle haben, dass die einfach alles töten, wie es ihnen in den Weg kommt. Keine Gnade.
Ach, scheiße. Freunde, ich habe was übersehen gehabt. Ich gehe jetzt nochmal hier hin. Ich glaube, einige von euch haben das dann auch gleich im Augenwinkel gesehen, weswegen ich da das jetzt nochmal weggemacht habe. Und zwar, Moment. Ui, ui. Hier laufen wir einfach mal rum. Da ist doch diese komische, genau, da diese Rune. Ich glaube, mehr Leben können wir nicht kriegen. Bezweifle ich zumindest sehr stark. Sehr schön. Speichern. Und jetzt geht's gleich ab nach unten. Da geht's also weiter. Gehen wir gleich mal gucken. Also hier sind zwei Hebel. Nein! Okay. Was ist denn hier los? Keine Ahnung, was da wirklich los war. Hier, warum auf einmal so zwei Typen aus diesem Loch der Unendlichkeit gefallen sind. Nein, du solltest den Hebel betätigen, nicht die Eidechse essen. Okay. Hier sind so eine komischen Flüsse. Hier kommt man weiter. Anscheinend. Wenn wir jetzt da auf der anderen Seite keinen Weg finden. Hier ist eine Berserker-Rune. Die werden wir gleich noch nutzen. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Okay. So, sehr schön. Also Berserker Power for the win. Und ja. Yeah. Ihr beiden seid auch down. Sehr schön. Und hier geht es auf alle Fälle nicht mehr weiter. Das können wir auch zusammenfassend sagen. Hier kommt bloß Wasser von oben. Hier haben wir noch ein paar Eidechsen, die da so friedefreudemäßig an der Wand kleben. Aber nö, ich bin eher so der Fleischfreund mittlerweile. Ist nahrhafter. So eine schöne dicke Putenkeule. Oder Wildschwein braten oder was es auch immer sein mag. Ist auf alle Fälle angenehmer als hier irgendwo ein anderer Scheiß. So, erst recht so eine zappelnde Eidechse. Das ist immer, da fühle ich mich so Ozzy Osbourne-Style. Ach du Scheiße, da unten ist doch wieder. So ein komischer Scheißfisch. Hier, komm! Komm, trau dich. Das war hier so eine komische Aktion. Ja, der musste da nämlich gegen dieses Ding. Genau, schwimmen. Und dann kann man hier hoch. Daran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Weil ich bin da erst in diesem Wasser da rumgedümpelt wie der letzte Blödmann. Und kam einfach nicht drauf, bis ich dann in der Komplettlösung das dann nachlesen musste. Ja, man weiß ja, es ist ja manchmal wie vernagelt. Dass man auf die einfachsten Ideen nicht kommt. Hui! Okay. Kojivo! Da, da, da! Na, 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 na! Hotjewo! Ich glaube, wenn wir da runterspringen, wächst uns ein zweites Arschloch. Oder wir kriegen Plattfüße. Keine Ahnung, was wir da gerade betätigt hatten. Hier bewegt sich auf alle Fälle gerade irgendwas. Und die
Typen verpissen sich. Hä? Aha! Das Wasser steigt. Das ist doch schon mal sehr schön. Okay, und hier ist nichts weiter. Okay. Ey, dann bin ich ja gleich den richtigen Weg gelaufen. Cool. Hui! Ach, scheiße. Ich glaube nämlich, das ist diese Rune, die uns mit der Runenpower noch ein bisschen verstärkt. Denn solche Runen gibt es ja auch unter anderem. Also welche das Maximale an der Runenpower erhöht. Glaube ich zumindest. Nein! Ich möchte das aber auch nicht auf mir sitzen lassen, dass ich da nicht rankomme. Die Idee ist gut. Aber ich sollte vielleicht ein bisschen später losspringen. Hui! Ja! Nein! Mann, warum speichere ich denn da oben nicht einfach? Das ist doch leichter, oder? Ja, du dicker Fisch, kommst da nicht hoch, wa? So. Nein! Dabei ist das wahrscheinlich über der einfache Sprung, ja? Nein! So auf alle Fälle nicht. Mann! Oh, Gott sei gedankt! Nein! Sie haben eine kleine Kraftrune. Boah, also es ist nicht den Aufwand wert gewesen, ja. Okay, Freunde, jetzt haben wir wieder was gelernt. Nicht den Aufwand wert. Also da kann man sich das sparen, wie der Meltas auf die Tastatur einzuhämmern, ja. Bloß, damit man das hinkriegt. Ich hoffe bloß, dass das Wasser tief genug ist. Ja, hier knappe 2 Meter, es reicht dicke. Um so einen Sprung abzufedern. Hier kommen wir wahrscheinlich nicht weiter. Nö, da ist zu, da ist dicht. Ja, da ist Schicht im Schacht. Also, dann gehen wir da mal bei den Fackeln weiter lang. Wuhu! Auch sehr nett, wie sie den hier filetiert haben. Erstmal voll fest an diesen Tisch festgepinnt mit dem Schwert, ja. Nicht, dass er vielleicht noch flieht. Aber ich hätte gar nicht gedacht, dass Zwerge so barbarisch sind. Ja, das ist eindeutig, oder? Ach. Ja, das war ja einfach. Da haben wir wieder so ein Brutus platt gekriegt. Oh Mann! Spielen wir hier Versteck oder was? Kommt her! Traut euch! Okay. Da ist eine von diesen komischen Kreaturen, die Konrad dabei hatte. Aber mir gefällt das überhaupt gar nicht, dass das Vieh so eine leuchtenden Augen hat.